Ich grüße euch. Kann wieder weitergehen, hier bei Timberborn. Aktuell haben wir noch eine Dürre. 6,5 Tage dauert das noch. Wir arbeiten ja gerade derzeit. So. Wir arbeiten gerade derzeit, ja, noch an unserem Deich hier. So, ja, wir geben jetzt erstmal Vollgas. Also bis das hier fertig ist, das dauert ja noch so ein bisschen. Nebenbei arbeiten wir aber auch noch hier dran. Sieht aber ganz, ganz gut aus. Also solange Dürrezeit ist, kann man hier eigentlich ganz gut arbeiten. Müssen wir schauen, wie weit wir hier oben noch hinkommen können. Was wir machen können ist... Hier schon mal ein bisschen weiter planen. Ja, auf jeden Fall wird das hier noch so ein bisschen dauern. 6 Tage auf jeden Fall noch. In der vorletzten Folge gab es einen Kommentar von Manuel, dass wir vielleicht hier diesen Bereich tiefer sprengen oder tiefer machen können. Das wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Also ich habe in dieser Folge sowieso vor, dass wir Sprengstoff herstellen. Zumindest, dass wir damit anfangen. Schauen mal. Klar, dafür brauchen wir erstmal Papier. 80 PS braucht so eine Fabrik. Wir können ja auch noch gleichzeitig so eine Druckerpresse hier, dass wir Papier oder Bücher, besser gesagt, auch noch herstellen nebenbei. Und wo war das Ganze? Genau. Das Ganze werden wir wahrscheinlich mit einem Motor betreiben. Würde ich sagen. Wir haben nämlich genug Metallblöcke, dass wir uns mal den ersten Motor gönnen könnten. Jetzt habe ich mir überlegt, wo bauen wir das Ganze hin? Ist ein bisschen schwierig. Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass wir es vielleicht hier hinbauen werden. Also, dass wir hier irgendwo den Motor hinbauen und dann mit der Sprengstofffabrik und Papierfabrik und so weiter das Ganze hier hinbauen werden. Wir können ja 400 PS damit produzieren. Es wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Und ich hatte mir vielleicht ist es auch eine Schnapsidee von mir, dass wir mit Schwerkraftbatterien, dass wir die irgendwo hier oben hinbauen. Ja, wir werden schon so ein paar Schwerkraftbatterien brauchen. Ah, für Schwerkraftbatterien brauchen wir auch Metall, okay. Ja, vielleicht wird das was für die Zukunft, also für die, ja, mal schauen, dass wir hier oben irgendwo ein paar 5 oder 6 solche Batterien hinbauen. Aber da müssen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel überproduzieren mit diesen 6 Wasserrädern. Das wäre natürlich ein bisschen kompliziert, die Leitung nach oben zu bekommen hier. So dass wir hier so ein paar Batterien hinbauen können. Das wäre natürlich eine gute Sache hier für diese ganzen Gärbottiche, also für unsere Lebensmittelfabrik. Das wäre vielleicht auch eine coole Sache. Klar, wir könnten ja auch sagen, dass wir hier auch noch einen Motor hinbauen, ne? Aber so ein Motor frisst natürlich immer viel, viel Kraftstoff, also viel Holz. Vielleicht ist das ja eine Idee. Mal, wir werden sehen. So, wie bauen wir denn das Ganze hier hin? Ich hätte mir gedacht, dass wir erstmal diese Sammelfahne hier. Schauen mal, Sammelfahne, die setzen wir nach da hin. Die hier reißen wir ab. Sonst erstmal so einen Weg von hier oben hier runter bauen. Also den reißen wir hier ab hier. So, das Ganze hier ein bisschen abkürzen. Dass die Laufwege vielleicht ein bisschen
weniger werden. So. Moment, das priorisieren wir mal. So, Motor. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir den hier hinbauen würden. Da können wir den betreiben. Ah, der hat auch nur den Anschluss hinten, ne? Es wäre cool, wenn der auch noch an der Seite einen Anschluss hätte. Dann hätte ich den hier hingebaut. Oder wir bauen den... Naja, im Grunde ist es egal. Wir bauen den jetzt hier hin. Also ich denke mal nicht, dass wir zu viel produzieren werden hinterher mit dem Motor hier. Weil eigentlich wäre es ja ganz cool, wenn wir noch eine Leitung hier rüber bauen. Und hier irgendwo an diese Antriebswellen hier anzapfen. Wir werden sehen. So, wir lassen jetzt erstmal diesen Motor bauen. Das dauert sowieso etwas länger. Zahnräder 25, okay. Rohholz nur 20. Hier in die Sammelfahne muss unbedingt gebaut werden. Boah, 7 Arbeitslose haben wir. Ah, diese ganzen Bauprojekte hier, das dauert echt noch lange. So, wie weit sind die denn hier? Ja, das kann alles nicht gebaut werden. Also einen nach oben bauen, das habe ich mir jetzt mittlerweile auch gemerkt. Dass die Biber einen nach oben bauen können oder aber auch noch einen nach unten, ne? Mehr auch nicht. Klar, hier kommt keiner dran. Hier kommt auch keiner mehr dran. Echt mal schauen, wie wir das Ganze bauen hier. Das ist echt ein bisschen blöd. Normalerweise wäre es ja auch schlau gewesen, wir hätten von hinten bauen sollen. Ja. Ja, der kann noch gebaut werden, aber mehr auch nicht. Wie machen wir denn das? So machen wir das. Dann können die zumindest diese schon mal bauen. Dann müssen wir auch irgendwie hinterher noch höher kommen, ne? Im Grunde reicht ja eigentlich nur die Höhe von denen hier. Höher müssen wir ja nicht unbedingt. Wir kriegen diesen Bottich ja gar nicht unbedingt voll, ne? Ansonsten müssten wir hier nämlich auch noch alles zubauen. Wir werden sehen, wie weit die jetzt noch kommen in 2,3 Tagen. Dann werden wir nämlich schon so ein bisschen Wasser hier speichern, ne? Kommen die denn hier nicht weiter oder wie sieht das aus hier? Doch, hier können die noch ein bisschen weiter bauen, ne? Ja klar, hier kommen sie nicht weiter. Den können sie aber hinterher noch bauen. Das haben wir hier schon. Ah, hier kommen sie auch nicht weiter. Da müssen wir erstmal... Oh, nee, das ist nicht cool. So, dann können die mich da auch noch weiter bauen. Kriegen die das hin? Das kriegen sie auch noch hin. Hier oben haben wir das nicht. Aber das kommt später. Warum können die das denn hier nicht bauen? Achso, hier geht's runter. Okay. So. Oh weia. Oh weia, oh weia. Der erste Motor ist da. Versorgung noch 50 Stunden gewährleistet. 10 Rohholz. Aber es ist ja so, dass er aktuell kein Rohholz verbraucht, ne? Solange keine Energie genommen wird, verbraucht er auch nichts, ne? Ja. Okay, gut. Dann fangen wir mal an. Papierfabrik ist erstmal sehr wichtig. Wo können wir denn damit anschließen? Ich möchte nicht so viel Platz hier verschwenden.
Möchte mich aber ungern hier auch verbauen. Reicht es denn? Ich meine, hier ist es egal, wo wir anschließen, ne? Reicht es denn, wenn wir den hier hinbauen? Wir pausieren mal lieber, bevor die gleich das Ding hier schon fertig bauen. Wir werden hier direkt mal einfach vorsichtshalber so ein Ding hinbauen. So, dann sollte das Ding ja schon mal funktionieren. Okay. Ah, was auch cool wäre, wenn wir hier auch noch eine Verbindung hinbauen. So, Papierfabrik haben wir. Druckerpresse. Mhm. Wie sieht das denn? Eieiei. Finde ich ja nicht cool, ne? Warum muss das Gebäude denn so lang sein? Das macht das ganze Bild hier kaputt. Wie sieht denn so eine Sprengstofffabrik aus? Nochmal, da. Ach, sie ist auch so lang, ne? Na gut. Es nützt ja nichts. Wir bauen einfach mal die Sprengstofffabrik daneben. Druckerpresse. Ach, die ist genauso lang. Okay, das finde ich ja schon mal ganz gut. Was brauchen wir denn an Leistung hier? Oh, war ja 150 PS, 150. 300. 380 PS für diese drei Fabriken. Und mit den Dingen können wir ja 400, ne? Ja gut, das passt ja. Das heißt, der eine Motor ist schon mehr oder weniger ausgelastet. So, jetzt machen wir hier noch so eine Verbindung hin. Schön. So. Noch ein Tag. Jetzt ist alles trocken hier, ne? Jetzt ist alles hier trocken. Ja, das Gute ist hier, die drei Pumpen, die können noch arbeiten. Ich weiß noch nicht, wir müssen mal gucken, wie das mit den Papier hier so läuft. Ob wir hinterher doch noch eine zweite Papierfabrik brauchen. Aber dann wiederum passt es ja nicht mit der Motorleistung, ne? Wir schauen mal. So, noch einen Tag. Dann gibt es frisches Wasser. Wie weit kommt ihr hier? Ah, hier kann... Ah, cool. Die gehen hier drauf und bauen da. Okay. Ah, wir lassen das Ganze mal so weiterlaufen. So, ja. Schleuse bringt sowieso nichts. Wir machen hier schon mal nur auf Null. Ah, jetzt ist alles trocken hier, ne? Oh weia, der ganze Kohlrabi. Wie sieht das denn generell aus? Wir haben schon mittlerweile... Oh, fermentierte Maniokwurzeln. Sind auf Lager sogar. Sojabohnen. Und Kohlrabi. Wir haben ein volles Lager mit Sojabohnen. Das gibt's ja gar nicht. Pilze sind auch schon so ein bisschen da. Maniokwurzeln 135. Gefällt mir aber immer noch nicht mit diesen Maniokwurzeln. So, Wohlbefinden. Hatten wir da noch irgendwas? Krankenbetten und sowas hatten wir alles, ne? Genau, Dachterrassen, ne? Da hatten wir ja gesagt, dass wir hier doch noch so ein paar, dass wir das Ganze hier oben nochmal hinbauen.
Müssen wir aber schauen, wie wir hier hochkommen. Jetzt haben wir uns das Ganze hier schon ein bisschen vollgebaut. Hier vorne auch. Hier vorne ist eine Kreuzung. Hm. Na, cool wäre erstmal, wenn wir hier alles vollbauen. Aber wie kommen wir da hoch? Aber hier wäre es ja auch cool, wenn wir da... auch noch hochkommen würden. Ich hätte es mir zwar ein bisschen anders vorgestellt, aber so lassen wir das erstmal. Okay, Dachterrassen. Wir wollen denen ja noch was Gutes tun hier. Dachterrasse. Werden wir 2 Stück bauen, oder? Wie viel passen? Aber 6 Besucher nur. Hm. Werden wir die hier vorne bauen oder da? Nee, komm, wir bauen die da hin. Ja, so ist in Ordnung, glaube ich. So. Sollte das passen, oder? Ja, der Weg ist... ja. So, hier gibt es auch wieder jede Menge Arbeit. Ah, frisches Wasser ist da. Die Fabriken laufen wieder. So. Ja, also hier gibt es jetzt dann auch wieder Wasser, ne? Wasser kommt. Ich bin mal gespannt. Also ja klar, das Wasser steigt dann bis hier an. Ich weiß gar nicht, was für eine Höhe wir sind. Wir sind wahrscheinlich hier hinter mit dem Wasser. Also wenn ihr euch beeilt, hier könnt ihr noch so ein bisschen was reißen hier. Macht's schnell. Das Wasser wird steigen hier. Ah, da kommt's schon. Ich meine, das Gute ist ja, Biber können schwimmen, ne? Aber es nützt ja nichts. Ah, hier haben wir schon mittlerweile zu, ne? Hier schon mittlerweile zu. Wir können ja jetzt von oben noch arbeiten, ne? So ein bisschen, ne? Ah, können die? Die können 2 nach unten hinbauen. Echt? Und 2 nach oben... Ich kann es mir echt nicht merken. Echt nicht. Ich kann es mir echt nicht merken. Ja, er kann 2 nach unten quasi bauen. Ah, okay. Jo, tatsächlich. Richtig cool. Ah. Na gut, hier wird noch gebaut. Ja, im Grunde müssen wir dann gar keine Treppe hier mehr bauen, ne? Klar. Aber wir lassen einfach mal den Zugang. So, wie sieht das aus mit dem Wasser hier? Steigt? Aber auch nur langsam, ne? Also, mir gefällt's hier. Mir gefällt's hier, sehr cool. Na gut, hier kann nicht weiter gebaut werden. Warum kann hier... Sollten wir hier einen Weg hinbauen? Machen wir einfach mal.
Cool. So, was macht unser Projekt hier? Wird das überhaupt weitergemacht hier? Nö. Wird nichts weitergemacht hier. Ah, wir brauchen so viele Metallblöcke hier. Das geht ja gar nicht. 30, 60, 60, 70, 75 Metallblöcke. Oh weia. 45 haben wir, 47, okay. Wir sollten das hier mal priorisieren, dass wir das zuerst bauen hier. So, Sammelfahne haben wir umgesetzt. Okay, das läuft. Das gibt's ja gar nicht. Wir haben Pilze auf Lager. Wenn dann auch Pilze produziert... Jo, fermentierte Pilze werden produziert. Da hatten wir aber noch kein eigenes Lager für, ne? Wo waren... Sojabohnen, Pilze. Ah. Wir haben nur dieses interne Pilzlager. Ja. Hm. Hier ist das mit den... Ich weiß nicht, ob es sich das lohnt, wenn wir... so ein Pilzlager bauen. Aber wenn die Pilze essen möchten, dann müssen die natürlich immer hier reingehen, ne? Ja. Nee, ich glaube, wir müssen da was bauen. Aber dafür produzieren wir halt einfach zu wenig Pilze, glaube ich. 6%. 0, 19. Ja, diese 3, ich weiß nicht. Ich halte da nicht viel von hier. Wir brauchen von diesen Pilzen, von diesen Gärten hier, so viele, dass wir da gescheit produzieren können. So, Wasser ist wieder alles cool. Das mit dem Rohholz gefällt mir ganz gut. Ah, wir haben schon wieder 10 arbeitslose Biber. Ich meine, hier werden ja noch einige Arbeitskräfte gebraucht. Ja. Hier schon mal 2, 3, 4. Okay. Wo können wir denn noch nachhelfen? Fermentierte Maniokwurzeln vielleicht? Gucken wir mal. Speicher, Lagerhaus. Wie sieht das aus mit so mittleres? Ist ein bisschen klein, ne? Hier ist echt eng hier. Ein großes würde noch hier hinpassen. Aber wie bauen wir uns denn hinterher da nach oben? Das ist eine gute Frage, ne? Oder wir lassen einen Platz hier. Machen wir einfach mal. Bauen jetzt nochmal so ein großes Lagerhaus hier hin. Wir werden hier... Was werden wir hier speichern? Also Beeren haben wir ja genug. Wir werden hier einfach mal Maniokwurzeln speichern. Oder fermentierte Maniokwurzeln. Maniokwurzeln. Fermentierte Sojabohnen. Wo haben wir denn das? Da. Also genug Arbeit haben wir ja. Die Biber können sich nicht beschweren, dass es zu wenig Arbeit gibt hier bei uns. Ah cool, dann kann das ja hier fertig gebaut werden. Die kommen jetzt überall bei. Schön. Das kann auch noch gebaut werden. Oh, das Wasser steigt, ne? Wasser steigt. Biber schwimmen. Normalerweise könnten wir doch sagen, wenn die doch schwimmen, die tauchen, ne?
Ja. Aber wir können ja schon mal sagen, dass wir hier, so, den Deich weiter bauen quasi. Ja, normalerweise müssten wir den gar nicht so hoch bauen, ne? Bis dahin reicht es ja aller maximal, ne? Sonst sind wir hier, ne? Biber ist verletzt, okay. So. Ja, hier wird auf jeden Fall nicht weiter gebaut. Das hier schon mal priorisieren. Doch, hier wird weiter gebaut, okay. Zahnräder, dann machen wir das auch schon mal, dass hier Papier schon mal produziert wird. Weil hier wird halt auch nicht weitergemacht, ne? Eventuell wäre es ja nochmal gut, wenn wir nochmal so eine Bauarbeiterunterkunft bauen, ne? Hier wäre ja noch Platz. Nee. Da bin ich verkehrt. Bauarbeiterunterkunft, ja. Bauen wir uns noch eine. Aber die Schlepperposten haben wir alle voll besetzt. Ja, haben wir. So, wie läuft das hier? Produktivität 90%. Okay, damit können wir erstmal zufrieden sein. Wir produzieren halt hier echt nicht viel Strom. Normalerweise müssten wir die beiden hier abreißen und einen Damm hier hinbauen, ne? Bringt uns ja hier nichts. Bringt uns hier einfach nichts, ne? Es laufen effektiv einfach nur vier, okay. Ne, dann müssen wir das hier zubauen, dass wir hier vielleicht mehr Druck hier hinbekommen. Deich. Wenn wir das hier zubauen, so, kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr Druck hier drauf. 83 PS. Hier ist nur 17. Schön, hier ist auch schon fast fertig. Oh, weil ja das Wasser steigt und steigt. Es dauert aber echt lange, ne? Hätte ich gar nicht gedacht. Sehr cool. Es sieht schon mal gut aus, ja. Es funktioniert schon mal. Oh. Sprengstofffabrik läuft auch schon an. Okay. So, wie viel produzieren wir? Wir produzieren in 1,6 Stunden 2 mal Papier. Okay. Und hier wird in 3 Stunden 3 mal Papier zu einem Sprengstoff. Okay. Ah, es läuft eigentlich ganz gut, ne? So. Jetzt können wir nicht gucken, wie das mit dem Strom hier läuft. Immer noch 7 Arbeitslose. Na gut, wir werden hier mal diese Bauarbeiterunterkunft ein bisschen priorisieren, dass es schnell gebaut wird. So, hier wird ein Papier zu ein Buch gemacht in 1,5 Stunden, okay. Ah,
Weil es ist ja so, dass wir Ernährung, wir gucken mal, soziale Kontakte. Wo steht das denn mit dem Buch hier? Wissen, Bücher, genau. Da können wir nämlich ihr Wissensdurst quasi mit löschen, mit Bücher. Plus 3 ergibt das. Schön. Tempel plus 5. Oh, das ist auch ganz gut. So, jetzt können wir gucken. Ja, 380 PS, ja, da hatten wir ja schon vorher nachgeguckt, ne? Also das mit der Energie, das passt, ne? So, und so lange hier. Ah, Sprengstoffe müssen wir. Sprengstoffe sollen wir lagern, ne? Wir haben, klar, das interne Lager 5, das ist ja nichts. Das ist ja blöd. Machen wir denn da? Wir brauchen ein Sprengstofflager. Das Sprengstofflager müssten wir normalerweise hier oben irgendwo hinbauen, ne? Falls es knallt, dann passiert da hinten nichts. Nein, wir werden das Sprengstofflager hier mittendrin hinbauen. Das muss sich ja lohnen, ne? Wenn es knallt, dann richtig. Am besten müssen wir das Sprengstofflager hier oben auf den Baracken bauen. Sprengstoffe, genau, werden im Lagerhaus. Wir bauen hier mal ein Lagerhaus hin, wo wir Sprengstoffe lagern könnten. Ja, machen wir einfach. Machen wir ein großes mit 1200? Oder machen wir nur ein mittleres mit... Nee, ich denke bei 200, das muss reichen, ne? Wenn wir 200 Sprengstoff auf Lager haben, dann haben wir auch, glaube ich, genug. Guck mal, das passt doch eigentlich ganz gut hier hin. Komm hier, das priorisieren wir. Bücher. Ein Buch. Bücher, Lager wäre auch nicht verkehrt. Bücherlager. Das wäre aber ganz gut, wenn wir das hier vorne hinbauen würden, ne? Da wird mir aber eindeutig irgendwie zu wenig produziert. Ich weiß gar nicht, fressen die Bücher einfach auf? Normalerweise ist doch ein Buch da. Ich glaube, die fressen einfach die Bücher auf. Anstatt die zu lesen. Aber eine zweite Druckerpresse bedeutet auch, dass wir wieder mehr Energie brauchen. Eieiei. Ah, ist schon fertig. Okay. Ja, hier wollen wir Sprengstoffe lagern. So, dann kann nämlich hier weiter produziert werden. Was machen die denn mit den Büchern? Sag mal. Die snacken die einfach weg. So, jetzt schauen wir nochmal hier hin. Ah. Hier geht's auch weiter. Es läuft noch nicht über. Es läuft noch nicht über. Ja, hier kann nicht weitergebaut werden. Schade. Aber von hier oben aus können wir nicht arbeiten, ne? Das ist auch blöd. Wir müssen uns da wieder müssen uns schon wieder was bauen. Wie bauen wir uns das Ganze denn? Wir müssen halt hier wieder höher bauen, dass wir das Ganze zubauen können. Aber solange wir das hier noch nicht fertig haben, bringt das sowieso nichts. Ja. Ich meine, so ein bisschen haben wir was in dieser Folge ja gemacht, ne? Wir produzieren ja mittlerweile Sprengstoffe. Haben aber was auf Lager. Die Bücher haben wir nicht auf Lager, weil die werden irgendwie hier gefressen oder so.
Weil das mit der Papierproduktion Produktion läuft ja eigentlich gar nicht schlecht, ne? Also überall kommt Papier an. Ja. Haben wir denn jetzt hier? Ah, Maniokwurzeln. Ah, das Lager haben wir jetzt auch schon fertig, okay. Aber mit den Maniokwurzeln haben wir auch nur 65, okay. Aber ich denke mal, dass das jetzt hier mit diesem Soja auch besser läuft, ne? Wir haben jetzt hier so ein bisschen noch erweitert. Was wir ja noch machen können ist, das Ganze hier mit Maniokwurzeln auch noch voll hauen, ne? Aber ich sehe gerade, dass wir Kohlrabi, oder? Doch. Kohlrabi haben wir doch auf Lager. Ja, cool. Also ich bin zufrieden mit dieser Folge. Auch wenn wir mehr geguckt haben als gebaut. In der nächsten Folge werden wir dann ja noch höher bauen müssen hier. Also es schwappt hier gleich über. Oder schwappt es schon über? Nee. Also es wird gleich hier überschwappen. Ich muss mir noch überlegen, wie wir ja dann noch hier höher bauen, ne? Wir müssen noch so ein bisschen höher, müssen wir noch. So mindestens 2, dass es dann hier mal überschwappt. Aber ich habe ja gesagt, dass wir das hier bis oben hin bauen und hier noch ein bisschen zubauen. Jetzt gibt es schon in 3 Tagen die nächste Dürre. Wird natürlich sehr lange dauern, bis das Wasser hier runter geht. Ah, da schwappt es über. Guck mal, jetzt schwappt das Wasser über. Okay. Ja, es wird noch ein bisschen blöd werden, hier das hier höher zu bauen. Und wir wollen das hier auch noch ein bisschen, das Ganze ein bisschen höher staut. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Ja, Leute, gesund bleiben und so. Bis dahin. Bye, bye.